das war mal jetzt so. Also wenn ich dein Alter nicht wüsste, ne? Und man mir nur diese Situation gezeigt hätte, ne? Hätte ich gesagt, da ist ein 70-Jähriger. Ja, ich dachte jetzt 61 oder so zumindest, aber 70 ist auch okay. Dann wäre ich schon in Rente. Mit 70? Ist doch. Oder mit 61? Mit 70 ist man doch, ne? Oder? Ich weiß es schon. Aber schön, dass du nochmal nachfragst. Ja, ey, wer weiß, vielleicht haben die das ja jetzt durch Corona auch nochmal. Alle müssen bis 80. Ja, mindestens. Mindestens. Ja. Ja, gut. Gut, dann bin ich dann jetzt auch mal da. Ja. Ich habe dieses dramatische Bild, was mir hier vorgeführt wurde, auch jetzt verarbeitet. Und wir steigen knallhart ein in Folge Nummer 61 von eurem Lieblingspodcast aus Hamburg. Und ich sage einfach schnell, hallo Ralf. Hallo Tim. Ganz schnell. Ja. Na, und auch ganz schnell wieder raus. Ja, tschüss, Ralf. Egal, ich überspreche das. Und wie geht's? Alles gut? Oh, wir müssen ja, aber eins müssen wir schon festhalten: Wir nehmen heute an einem legendären Donnerstag auf. Ist der so legendär? Nö, also. Nur weil es eine neue Map von Call of Duty heute noch gibt, oder was? Ja, und weil die Super League wohl dann nicht mehr, doch nicht kommt. Ach so, ja, aber das ist ja schon gestern so ein bisschen ja. Durchgesackt. Also, war eigentlich auch klar. Also, es ist ja, also, ich möchte gerne mal wissen. Ich glaube, diese Idee an sich wäre vielleicht ja gar nicht so dumm gewesen, aber also wie man sich so mit einer Idee dann outen oder aus ins Jenseits schießen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, und damit rechnet, dass die UEFA dann auch einfach sagt, ey, ja, geile Idee, macht mal. Ja, und auch die Fans und so. Ja, also das muss denn doch ein bisschen, haben die alle also mittlerweile so... Den Blick auf die Basis, ich muss jetzt das Beispiel heranziehen, ja, weil es wirklich auch eine geile Formulierung ist. Ich habe gerade auf dem Weg hierher Gemischtes Hack gehört und Tommy Schmidt sagt immer die Lagerfeuerromantik beim Fußball. Ich nehme das jetzt einfach mal auf. Haben diese Top-Vereine nur noch diese 3,5 Milliarden im Blick gehabt und haben diese Lagerfeuerromantik, die Fußball mit sich bringt, irgendwie komplett vergessen? Ja, die ist schon lange weg, aber bei, glaube ich, fast allen Clubs, also auch bei kleineren Clubs, wie zum Beispiel bei Frankfurt oder so. Aber ich glaube ja, die Super League gegründet haben, denen steht halt das Wasser bis zum Kinn, weil die sind so hoch verschuldet, aber alle. So, ne? Also es gab, ich habe eben gerade noch eine Liste gesehen, einige englische, die sind Milliarden verschuldet. So, und die brauchen halt die Kohle. Und deswegen haben wir Gas gegeben. Ne? Ja, so, natürlich ist das so, das ist so ihr Antrieb, um vielleicht auch zu pokern mit der UEFA und mit FIFA zu sagen, hey, wir brauchen dann halt mehr Geld aus Champions League oder whatever. Aber naja. So. Herzlich willkommen übrigens beim Fußball-Podcast. Also wir haben ja letztens schon mal drüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich dann doch wieder eine Namensänderung haben werden. Ihr seid jetzt live dabei. Nein, Spaß. Aber es war natürlich eins der Themen diese Woche. Aber die sind halt auch weit ab von der Realität. Ne? Man hat ja gesehen, auch wie die Fans abgehen. Alle, das Lustige ist, ich glaube, alle Vereine, als sie das announced haben, so Juventus und so, die haben dann auch verloren, weil auch die Spieler alle keinen Bock drauf haben. Ja, genau. Toni Kroos hat gesagt, weil es gab ja schon mal vorletztes Jahr die Football Leagues und da stand das ja schon drin, dass es sowas geplant ist. Und da hat schon Toni Kroos gesagt, wenn das kommt, dann ist Zeit aufzuhören. Ja. Also, das hätte mich dann sowieso mal, also das ist jetzt hier gerade ganz viel, wenn... Wecker. Ach Gott. Ich bin so real. Ach, ganz ehrlich, Freunde, ihr könnt so froh sein, dass wir nur ein Podcast sind und kein Bild dazu haben manchmal. Das reicht, wenn ich das Drama. Ich muss in Therapie deswegen demnächst. Hey, hört ihr das auch so, dieses laute Mimimi? Ja, das ist nicht nur laut, sondern das übertönt gerade alles. Ja, das stimmt. Ja, also das, ganz viel Imagination ist gerade mal gefragt. Hätten die das jetzt gemacht und hätten die das jetzt durchbekommen? Und die UEFA hätte gesagt, ey, könnt ihr machen, aber dann seid ihr aus den Ligen raus, eure Spieler dürfen nicht bei EM, WM und sonst was weiter mitspielen und so weiter und so fort. Was die Spieler gemacht hätten? Ob die sich alle probiert hätten, aus den Verträgen rauszuklagen auf schnellste Art und Weise oder einfach nicht verlängert hätten, ob die woanders hingegangen wären, weil die wollen ja auch alle spielen, die wollen ja nicht nur einfach einmal eine Super League spielen. Eben, ja, das ist ja die Frage. Ne? Ich schätze mal,
Das ist das eine Problem. Und ganz viele Spieler würden gar keine Verträge kriegen oder könnten gar nicht weg, weil so viele Mannschaften oder Vereine gibt es dann auch nicht, die so viel Kohle haben. Ja, ja, ja. Also es wäre auch interessant zu beobachten, wenn das dann so geknallt hätte. Aber ich glaube vorher, bevor das dann so, sagen wir, wenn man jetzt einfach über so die Parallelwelt, okay, Super League gibt's, dürfen nicht in Champions League und Weltmeisterschaft und Pipapo mitmachen. Vorher hätten sich jahrelang Anwälte erstmal gestritten. Ja, ja, wahrscheinlich. So, ne? Dürfen ja, die Spieler dann wirklich nicht bei EM mitmachen? Wo steht das? Wer sagt das? Ist das dann alles rechtens? Pipapo. Und so weiter. Aber zum Glück ist das ja so gut wie vom Tisch. Ja, also heute im Nachrichten hört es sich schon aber sehr an. Aber da ging schon, also sogar bei mir, der jetzt kein Hardcore-Fußball-Fan ist, aber schon so immer alles verfolgt, dachte ich, ey, wenn das kommt, dann ist Fußball auch für mich sowas von vorbei. Ja, hat Tommy auch gesagt. Ey, dann hört es auch auf. Mich fuckt es ja schon ab. Jetzt oute ich mich als Bayern-Fan. Ach, das hast du schon ein paar Mal gemacht. Naja, stimmt. Aber mich fuckt es ja schon ab, so diese, wie es jetzt mit Alaba ist, ne? So der auf den letzten Zentimeter jeden umso mehr alles auslotet, Hauptsache mehr Kohle, mehr Kohle. Wo ich denke, so fick dich und deine ganze Verwandtschaft, bist steinreich, aber so, es geht nur noch um immer das meiste ausloten, oder? Ja, ich weiß, was du meinst. Die Familie von Haaland, von BVB, wo der Vater mit seinem Manager da schon rum. Eiern, wo ich denke, Alter, gehen Sie schon auf Tour? Ja, du könntest ja bei Barca spielen oder bei Real. Ja, komm. Nö. So, das ist einfach. Ja gut, aber dass Haaland nicht lange bleibt, war klar. Und ist wenn, klar, und wenn aber die noch nicht mal als Champions League aber spielen. Aber man macht es nicht so offensichtlich mit Ankündigungen. Ach so, ja, oh gut. Ja, wir fliegen jetzt nach Barcelona. Ja, so, das macht man ja. Halt. Aber es ist halt Säbelrasseln. Und, nee, das ist halt asoziales Verhalten und da gibt es eigentlich in die Fresse. Weißt du, also jetzt mal ohne Witz. Weißt du, was ich asozial finde? Wie Bayern München mit Hansi Flick umgeht. Ja, aber er hat ja auch Gas gegeben. Also er hat ja, er kann. Aber warum hat er Gas gegeben? Ja, weil er es kann. Ja, erstens, weil er es kann und zweitens, weil er ja auch null Rückendeckung mehr vom Verein hatte. Ja, das ist halt FC Bayern, ne? Das ist ja auch so, was FC Hollywood. Richtig, das ist ja auch so, was mich am meisten an dem Verein. Also ich glaube, ich kenne keinen Bayern-Fan, der es geil findet oder befürworten kann. So, und das fuckt ja auch die Bayern-Fans ab, weil die Spieler, so ein Müller oder Kimmich, das sind einfach geile Typen, Mannschaft ist geil, spielen geilen Fußball, aber so die Führungsriege, ey, mit Rummenig und ne, das sind alles Idioten. Und, die und vor allen Dingen, weißt du, also was ich jetzt in dem Fall, also dass dieses Trainergezedere ist ja überall und immer so. Ja, ja. Aber ey, wenn du mal überlegst, wie Bayern noch vor anderthalb Jahren da stand, da war Flick dann plötzlich der große Retter. Ja. Und anstatt dann mal jetzt zu sagen, nur weil, ne, also ich glaube, er hat einfach die Öffentlichkeit gesucht, um überhaupt irgendwas zu erreichen im Verein. Ich glaube schon, dass da Gespräche im Hintergrund stattgefunden haben und er gemerkt hat, okay, er kommt jetzt nicht weiter. Aber es ging schon letzte Saison los. Er wollte bestimmte Spieler, hat er nicht bekommen. Weil sich immer über seinen Kopf hinweggesetzt wurde, das ist schon klar. Aber das ist darf man jetzt auch mal nicht überspitzen. Das ist doch. Ja, sicher. Ist in anderen Vereinen aber auch ganz oft. Ja, natürlich, aber gerade bei Bayern ist es halt schon krass. Es ist halt dumm und Rummenigge hat verpasst, Salihamidzic mal eine Schelle zu geben. Richtig, Jetzt komm mal auf den Boden, du kleiner Lappen, ne, und halt mal Ball flach. Und das ist halt. Kleiner, gelber wie Lederwischmopp. Ja, so, deswegen, ey, Hansi Flick, so, der wird jetzt Bundestrainer. Ja, Bayern wird sich jetzt irgendein Scheißtrainer bestimmt. Dann hoffe ich, fliegt Salihamidzic bald raus. Und dann. Den Namen Bayern kann ich auch nur aussprechen, wenn ich besoffen bin. Genau. Und naja. Aber ist halt, ey, das ist aber nach langer Zeit mal wieder so typisch FC Hollywood. So Drama, Drama, peinlich. Ja, und, definitiv. Ja, egal. Ja. Ich würde sagen, wir... Genug mit Fußball. Was? Genug mit Fußball? Ja, aber ich wollte eigentlich gerade sagen, dann lass uns mal über eine ganz andere Problematik, nämlich über meinem Lieblingssport sprechen. Ja. Wer hat das gesagt? Nö, das läuft. Also, ja, alles klar. Ja, sauber. Noch mal kurz drüber nachgedacht. Ja, keine Probleme. Ja, es war auch Gott sei Dank so leise. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie viele von unseren Hörern nochmal zurückspulen, um nochmal zu hören, was du eigentlich gesagt hast. Sehr gut. Nee, und zwar gab es ja auch dann tatsächlich, also du warst ja in der glücklichen Lage, ein aufregendes Formel-1-Rennen zu sehen im Free TV. Ja. Aber es gab ja, ich weiß nicht, du hast ja dieses billige, frei empfangbare Fernsehen gesehen. Sorry, ja. Ich weiß nicht, ob das da auch so thematisiert wurde, dass ja Aston Martin ja da jetzt plötzlich Einspruch gegen die neuen Regeln irgendwie erhoben hat.
Das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Haben Sie es auch nicht in der Vorberichterstattung erwähnt? Du hast dich über Hilgenberg aufgeregt. Ja, also. Und dann, ab dann habe ich nur noch nebenbei aufgeregt, weil der so belanglos, ja, das müssen Experten entscheiden. Ey, du sitzt da, du bist der Experte, du Otto. Aber sonst war er ein guter Dude. Nee, ich habe das eher so nebenbei. Er ist übrigens offizieller Testfahrer jetzt bei Mercedes, glaube ich, ne? Ja, dafür, dass Mercedes er kein Experte ist, ist ja super. Naja. Egal, er ist ein Lappen. So. Nein, ist er nein nicht. Und zwar geht es darum, dass Aston Martin tatsächlich... Welche Regeln denn? Oder gegen was? Über die komplett... Es sind ja... und also es gibt ja neue Regeln, wie das Auto gebaut sein muss, im Gegensatz zu letztem Jahr. Mhm. So, letztes Jahr war ja das ehemalige... wie hieß denn das? Der rosa Auto früher. Das Vorgängerteam ja schnell und gut. Mhm. Durch die neuen Regeländerungen fährt Aston Martin jetzt aber so ein bisschen hinterher. Okay. So. Jetzt haben die aber, weil die sich gedacht haben, ey, wir sind ja dann doch viel schlechter, als wir uns das eigentlich erhofft haben, mhm, haben die jetzt Einspruch gegen diese neuen Regeln, die allerdings vorher von allen Teams abgesegnet worden sind, eingelegt und haben gesagt, ey, das muss nochmal überarbeitet werden. Mhm. Fand ich auch wieder mal so ein das, haben die ja überhaupt eine Chance, wenn alle anderen schon längst gesagt haben, ja, sind wir... Die selber haben ja auch erstmal gesagt. So, und man weiß halt jetzt nicht... Ist irgendwie ein bisschen ein dummer Move. Ja, ne? Irgendwie finde ich das auch. Und schon wieder ist es ein Team, wo Vettel ist, weißt du? Das ist das, was mich am meisten stört. Weil ich dann doch schon nach letztem Jahr irgendwie mit relativ hohen Erwartungen, muss man auch einfach mal sagen, dass er zumindest irgendwo mal um den vierten oder fünften Platz mitfahren kann, in die Saison gegangen bin. Weißt du, dass er beim ersten Rennen, okay, ja, komm, aber dass er dann sogar bei seinem Lieblingsregenrennen so ablust, weil das Auto auch einfach... Ich finde das aber auch so ein bisschen so traurig von den Ingenieuren dann oder von dem Rennstall so mimimi-mäßig, weil erstmal haben sie alle zugesprochen und jetzt merken sie, sind scheiße. Ja, nee, also die Spielregeln müssen wir nochmal überarbeiten. Ja, nee. Und Mercedes... hat es ja genauso getroffen, weil es geht halt auch um den Anstellwinkel vom Auto und wie dann die Aerodynamik ist. Aber Mercedes hat es ja jetzt dann auch in den Griff gekriegt. Und nur weil die es anscheinend nicht in den Griff kriegen, dann zu sagen, ey, also dann legen wir erstmal Einspruch ein. Da wollen wir doch erstmal gucken, ob das überhaupt alles so in Anführungszeichen rechtens ist. Wir haben wohl keine guten Ingenieure da, die das mal schnell... Alter, geht gar nicht klar. Das hat mir schon wieder den ganzen... Lust irgendwie so ein bisschen genommen, so wo ich mir denke, Alter, ja, dann akzeptier doch einfach, dass du ein scheiß Auto hast, dann arbeitet doch dran, weißt du, so, und guck, dass es besser wird. Ja. Ich meine, ihr seid wirklich ein Tochter-Rennstall von Mercedes, Alter, die fahren trotzdem vorneweg, auch wenn sie nicht mehr, nee, vorneweg nehme ich auch zurück, es stimmt ja nicht, aber trotzdem war Hamilton auch wieder sehr, sehr schnell, auch im letzten Rennen. Das erste Rennen hat er gewonnen. Ja, kann man sich muss sie halt immer auf den Zettel. Also. Genau, so, aber das Auto geht. So, warum... Ne? Fährt. Ach, Mann. Ey, komm, der hätte von dir kommen können. Ah, ja, scheiße. Das ist auch das, was mich viel mehr aufregt. Nicht, dass du ihn gebracht hast. Ach, Mann. Schön. Mit den eigenen Waffen geschlagen zu werden. Piu, piu. Es ist... Ich möchte sagen, es ist... Einer der traurigsten Momente, die ich in diesem Podcast je erlebt habe. Ja, damit haben wir auch schon die Überschrift. Oh Mann. Ja, okay, so tief drin bin ich nicht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also ich bin ja, also ich dachte ja schon vor der Saison, okay, du bist diesmal wirklich sehr interessiert. Das war ja auch der Grund, warum ich dann Sky. Ja. Aber dass ich ja sogar in der. Das sage ich jetzt nicht. Dass ich auch wirklich. Versuch alles zu gucken, was geht. Genau. Und dann auch wirklich zuhöre oder mir Daten während dem Rennen auf irgendwelchen Kanälen angucke und so. Alter, das ist ja, das ist schon krass. Aber das ist doch, was Spaß bringt. So rein würden, finde ich. Ja, und man muss ja auch mal sagen, also das Rennen da in Imola war ja auch wirklich, Alter. Das war nicht langweilig. Nee, da war ja echt alles dabei, ne? Von, weiß nicht, Stinkefinger, Unfall und also... Abbruch, alles, was geht, ja. Da, also, gut, dass es da gerade RTL übertragen hat. Ja. Super. Und wenn du dir mal überlegst, dass dieser Crash bei 342 km/h war, Alter, und die steigen da aus, als wenn du aus der U-Bahn aussteigen würdest. Ne? Ja, das ist echt immer heftig. Ja, weil man denkt immer, oh, und dann so, alles klar, als wäre nichts. Ja, ja, und Hauptsache, die steigen erstmal aus und prügeln sich halb, weil das ist erstmal wichtiger, als überhaupt gesund aus der Kiste auszusteigen. Ja. Ja, krass auf jeden Fall. Und für alle, die jetzt Bock auf Fußball und auf Formel 1 haben, könnt ihr machen. Aber erst, wenn ihr alle 60 vorangegangenen Folgen Featuring gehört habt. Ach so. Wir gehen durch, wir haken das auch ab.
Ja. Und erst dann dürft ihr weiter Fußball und Formel 1 gucken. Sicher, alles klar. Und alle denken sich so, warum brauchen wir doch eh nicht gucken, weil ihr redet ja eh die ganze Zeit drüber. Stimmt auch wieder, ja. Ah, das ist, da hat, mein Plan hatte da eine Macke. Nicht nur da. So, gut. Aber wie du, hattest du das gesagt? Dass du dein nächste diese Netflix-Serie, die nächste Staffel dann gespannt bist. Nee, das war dein Kollege von mir. Weil der meinte dann nämlich zu mir, das, was ja jetzt im Rennen stattgefunden hat. So. Ach so, das siehst du nächstes Jahr dann in dieser genau. Race of Dingsbums. Wie das denn da mal so dargestellt wird. Ne, mit ich hab's ja noch nicht mal geschafft, jetzt mal die anderen Folgen nachzusuchen. Ah, okay. Oder die Staffel von letztem Jahr. Okay. Also die aktuellste Staffel, aber ja eigentlich über die Themen vom letzten Jahr irgendwie zu gucken. Ja. Das wird dann auch nochmal lustig. Bestimmt, wenn man so Hintergrundinfos, wie es dann vielleicht danach noch abging. Oder ja, so. Ja, definitiv. Ja. Ist ja eh immer interessant, wenn du, man hat ja immer so ein gewisses Bild, so, aber wenn du dann doch mal Einblicke bekommst plötzlich in so eine, egal was es ist, also es ist ja. Keine Ahnung. Also ich habe ja bei mir mal so Häuser-Dinger geguckt, also so Traumhäuser in Amerika. Unter anderem das Bowlingbahn, das Ding. Das teuerste und größte Haus der Welt. Das ist so lächerlich, ey. Und wenn du dann aber mal plötzlich irgendwie so, du hast dann ein Bild irgendwie von diesem Haus und so, und dann macht er den Geräteschuppen auf. Ja. So, und dann denkst du dir so, okay, ist doch nur ein normales Haus. So, weißt du, es okay. Sieht dann nicht so aus wie alles andere, sondern es ist dann halt einfach wirklich mal ein Geräteschuppen. So, weißt du, so, dann kriegst du immer so Einblicke, die du vielleicht aber eigentlich in dem Moment gar nicht haben willst, ne? Und ja, so ist es halt bei solchen Sachen auch. Ist aber trotzdem interessant. So. Übrigens, das größte und teuerste Haus der Welt. Mhm. Ich würde es genau so nehmen. Okay. Ist es das mit den Bowlingbahnen? Ja, was wollen wir kurz aufzählen, was es nicht hat? Nee, ich habe nur eins so gesehen, das hatte so 3-4 Bowlingbahnen oder so. Ja. Und Nachtclub für 1000 Leute und. Ganz ehrlich. Ich war vorhin auch auf einer Seite, erst auf so einer Sportartikelseite und dann gibt es ja unten immer so Werbeanzeigen, so wie lebt Boris Becker. Dachte ach so, ich, ja. Okay, habe ich raufgeklickt und dann erstmal die ganzen Promis mit ihren Villen und dann auch so Tom Hanks und Toni Kroos und wie sie alle heißen und denkst so, ey, und wenn du, sagen wir mal, 15 Leute in deiner Familie hast, Alter, was für eine Platzverschwendung, mal ganz ehrlich. Ja. Ne? Oder auch, gut, ey, John Travolta ist sowieso für mich immer noch der Held, ne, mit einem eigenen Flugplatz und so, aber gut. Aber ich finde, die Dinger sind, einige sehen halt aber auch echt pottenhässlich aus, wo du denkst, da gehst du in den Mall rein, so viel Glas ist da, bin ich mir Einkaufszentrum. Also ich hab, sind auch echt schick. Ich mache halt Reactions darauf, weil es halt super interessant ist und es gibt da einen so einen amerikanischen Channel, der kommt halt auch in die Häuser rein, so, weil er selber wohl auch Geld hat. Ich weiß gar nicht, woher er kommt, aber ist auch egal. Alles seine Häuser bestimmt. Und nee. Und der lässt sich das dann halt von Makler oder Maklerinnen zeigen, so. Und da war halt so eine Villa für 81 Millionen, die so im rustikalen Barockstil gebaut war. Oh, okay. Die fand ich dann auch zum Beispiel pottenhässlich, aber ich fand diese Dimensionen halt so krass. Und dann gibt es immer an jedem Haus irgendwie so was, wo ich sage, so, das hätte ich anders gemacht. Oder das finde ich nicht geil. Aber bei dem teuersten und größten Haus ist es wirklich so, dass ich sage, dass das ist durchdacht, das sieht geil aus und jetzt auch gemütlich. Also es ist klar, alles ist alles modern und schon sehr groß und so, aber es ist trotzdem gemütlich. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst so, ja, aber da kannst du ja nicht drin wohnen. Nee, ist es klar, was weiß ich, der Pool war so groß wie meine Wohnung, irgendwie dreimal. Ja, manchmal ist es aber auch so, da denkst du, das ist so eine Turnhalle und da ist eine Couch drin. Sieht nur schick aus, ne, so groß halt alles. Ja, aber da war es wirklich, wirklich geil gemacht und auch durchdacht mit, dass du von draußen halt auch einen Zugang zu diesem Nightclub hast und dann war bei dem Nightclub, also erstmal der Blick, du guckst, das ist der höchste Punkt bei einem dieser Hills, wo du dann auf Los Angeles gucken kannst. Mhm. Du guckst halt im ganzen Haus immer entweder auf die eine Seite in die Hollywood Hills oder auf die andere Seite auf LA Stadt. Ja, so, und das ist schon mal ultra krass. Ja, ja. Und in dem Nachtclub war es halt wirklich so, wenn du die eine Glasfront aufgemacht hast, da passen also 1000 Leute rein, wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Großraumdiskothek. Ja. War dann vorne noch mal vorgesetzt, ich nenne es jetzt mal Infinity Pool.
Ne? Also so, dass du dann auch von da aus in die Stadt gucken kannst, aber der war nicht als Pool konzipiert, sondern da war so runde Sitzinseln im Wasser drin, wo dann auch nochmal so Feuerstellen drin war und so. Alter! Also, ey, original, wenn ich es könnte und bauen würde und die Kohle hätte, ich würde es genauso machen. Also wirklich krass. Wirklich krass. 500 Millionen Dollar. Naja. Das kann man ja jetzt mal ein, zwei Hits raushauen, dann soll es drin sein, oder? Klar. Plastiknachbau vielleicht von McLean oder so. Okay. Das ist ja Hobby-Eisenbahner. Ja, ich weiß auch nicht, woher das kam. Das ist, mir ist keine andere. Ich kann mir dich schon vorstellen, nachts schön im Keller. Ja, tut, tut, tut. Oh Mann. Der einzige Zug, der bei mir noch rollt, ist der Hype Train. Oh. Nicht schlecht. Ja. Haben wir das auch nochmal ganz kurz erwähnt. Sicher. Es gibt interessante News in Bezug auf Gastronomie, Veranstaltungen, Festivals, die ich gerne dir erzählen möchte. Ich bin ganz Ohr. Ich hatte heute ein sehr interessantes Telefonat. Da gehen Grüße raus, kann ich ja ruhig sagen, an mal wieder unsere Freunde vom City of Flowers Festival. Weil es ging darum, dass wir geplant haben, wieder so ein Online-Festival zu machen, weil ich gesagt habe, ey, es geht ja wieder aufs City of Flowers Datum im August zu, wie sieht denn das aus? Wollen wir dann was digital machen? Weil ich hundertprozentig der Meinung bin, dass dieses Jahr noch nichts geht. So, da habe ich halt mit Dirk telefoniert und der hat dann was sehr Interessantes an News gedroppt. Und zwar planen die mit einer abgespeckten Version und im Rahmen der von der Gesetzgebung vorgeschriebenen Sicherheits blablabla ein kleines Festival im August. Ich sag so, ja, aber wie kannst du dir denn sicher sein, dass das stattfindet? So. Und dann sagt er, es gibt in Nordrhein-Westfalen eine Sammelklage von Gastronomen, Clubbetreibern, Festivalmachern und so weiter und so fort, die jetzt aufgrund der Länge der Pandemie sozusagen und den nicht stattfindenden richtigen Regeln, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten, eine Sammelklage eingereicht haben. Und so wie es im Moment aussieht, werden sie damit wahrscheinlich sogar durchkommen. Und das heißt dann, egal wie die Pandemie weitergeht, wird gefeiert? Nein. Also natürlich... Also es geht, so. Ja, es geht ja jetzt nicht so, dass es darum geht, dass sobald die das Go kriegen, alles wieder ganz normal auf hat. Sondern es geht dann schon darum, dass es nach Absprache und mit vernünftigen Sicherheitskonzepten und so weiter, weil im Moment ist es ja so, du darfst nicht. Macht ja aber keinen Sinn, wenn du zum Beispiel draußen irgendwie was machen willst oder mit Geimpften irgendwie was machen willst. Ach so, es gibt halt keine Möglichkeit zu sagen, hier nur 20 genau. Leute. Genau, es heißt Abstand. Einfach nur, ach so, ja, du darfst okay. nicht. Und okay, das ja, ist ja. nicht, oh, er hat so ein schönes Wort gesagt, verhältnismäßig und nicht haltbar. Ich glaube, das war der Begriff, auf den auch diese Klage sich bezieht. Ich glaube, da haben sie sogar, kann ich mir gute vorstellen. Genau, und es ist halt wirklich von ganz, ganz vielen und erstmal nur auf Nordrhein-Westfalen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn es da irgendwie anfängt zu zucken, dass auch alle anderen irgendwie nachziehen. Das fand ich dann doch schon sehr interessant. Von den anderen Sachen, wo er der Meinung ist, da distanziere ich mich von. Wenn die allerdings so eintreten sollen und er Recht behalten sollte, was ich insgeheim hoffe, dann laden wir ihn nochmal ein und dann kann er das gerne nochmal alles erzählen. Dann kann er nämlich mal im April schon mal, dann kann er, wenn wir das Interview machen, sagen, ja, aber ich habe dir das ja im April schon erzählt. Aha, jetzt bin ich ja gespannt. Ja, er meinte dann ja, dass wir in 2 Monaten alle durchgeimpft sind. Nee. Habe ich auch zu ihm gesagt, nein. Das kann ich so schon sagen, weil ich war bei meinem Hausarzt und er meinte, dauert noch. So, wir sind jetzt gerade bei den 60-Jährigen, die so geimpft werden. Es kommt immer drauf an, ne? Wer, wie, wo, ja, was. Ja, ne? Aber und zum Beispiel, also ich muss nochmal, und Freunde gehen raus. Freunde gehen raus, ja. Gruß geht nochmal an unsere Freunde vom gemischten Hack, weil, und das fand ich auch ultra interessant, Felix Lobrecht hat nämlich erzählt, in Berlin ist es so, dass ja AstraZeneca nicht mehr an Jüngere unter 60 irgendwie verimpft werden darf oder nur an Ältere über 60, das ist das Gleiche, aber ist ja auch egal. Ja.
Und dementsprechend lag da viel oder liegt da viel AstraZeneca rum. Und er, also dann sickert er halt durch, dass du dich da bewerben kannst, wenn du sagst, ey, dir ist es scheißegal, auf eigene Verantwortung kannst du dich damit impfen lassen. Mhm. Hat er einfach mal auf doof eine Anfrage gestellt und hat jetzt für Freitag einen Impftermin. Ja. So, wenn das natürlich jetzt immer Schule macht und wenn wir dann auch zum Beispiel von BioNTech plötzlich ja viel mehr Dosen kriegen sollten, das ist ja alles wenn und aber. Aber ich finde es schon sehr optimistisch. Was habe ich denn vor ein paar Podcast-Sachen gesagt? Da habe ich doch auch von jemandem gehört, der mit jemandem telefoniert hat, der an so einer Impfstelle arbeitet. Und er meinte, auch Juli oder August ist alles durch. So. Ja, habe ich da noch gesagt? Habe ich da nicht auch gesagt? Ja, ja. Das glaube ich erst, wenn es soweit ist. Ich bin da auch so hin und her gerissen. Es wäre auch geil, wenn alles Juli durch ist und alle könnten Gas geben. Ich meine, wir haben noch April. Darf man nicht. Ja, gut, Ende April. Mai, Juni, Juli. Ja, aber hey, in 3 Monaten, wenn die jetzt mal Gas geben. Ich bin die ganze Zeit über schon sehr optimistisch, aber auch realistisch mit vielen Sachen gewesen. Ja. Aber dass wir in 8 Wochen alle durchgeimpft sind, never. Im Endeffekt. Kann es mir auch scheißegal sein? Entweder ist ja oder nein oder in August oder September oder 22 ist mir auch wurscht. Deswegen, ja, wäre cool. Und wenn nicht, dann halt einen Monat später oder 2 oder so. Das wird dieses Jahr schon noch der Fall sein. Ja. Aber dass dann auch darauf schon irgendwie basierend Planungen für Veranstaltungen und so gemacht werden, aber zum Beispiel. Vielleicht ist es dann so, dass man zumindest eine größere Summe an Geimpften hat. Somit kann man dann auch wieder Lockerungen durchziehen. Sprich, bestimmte Regeln sagen, okay, hier, ich glaube, was jetzt aufpoppt natürlich, dass man Geimpfte bevorzugen kann, wird schwierig, weil geimpfte Pässe sind nicht genormt. So, und es schwirren jetzt schon Kopien und Raubkopien rum. Und da kann auch meine Mutter hingehen, ich bin geimpft oder mein Du und hier, na, kann man nicht kontrollieren. Ich bin doch nicht deine Mutter. Aber mein Vater. So. Papi. So, und deswegen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich bin dein Vater. Ja, aber. Bleibt mein Taschengeld. Welches Taschengeld? Hey. Nee, aber wie gesagt, wenn's umso früher, umso geiler, aber ich glaube auch eher so August, September, who knows, keine Ahnung. Ja, definitiv. Also die ganzen Konzerte, die planen eher erst 22. Nächstes Jahr, ja. Ich war wirklich ein bisschen überrascht von dieser Positivität und aber es braucht von diesem Engagement irgendwie. Ja, gut. Ja, es hat mir auch nochmal ein bisschen einen anderen Blick gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich vorher halt irgendwie schon so. Ja, also für mich ist dieses Jahr abgehakt in Sachen. Ja, Veranstaltungen. Ich glaube, das geht dann auch erst so langsam los, weil große Dinger werden es dann auch nicht mehr werden, weil die brauchen alle ihren Vorlauf. Ja, so, klar. Und dann gibt es halt so Clubs machen vielleicht auf oder kleine Partys hier und da, so oder kleine Events, die man schnell stemmen kann. Meinst du jetzt eine EM oder was? Zum Beispiel. Ne? Aber so große Brecher wie Airbeat One oder so, die. Ja, das ist schon klar. Aber die werden dann auch in abgespeckter Form, glaube ich, schon auch irgendwie probieren, irgendwie was zu machen. Why not? Das hat mich sehr überrascht. So, also wie gesagt, ich bin sowieso, habe ich in der letzten Podcast-Folge habe ich doch noch gesagt, ich möchte euch mit einem positiven Gefühl entlassen, dass wenn man mal guckt in die Länder, wo schon sehr weit durchgeimpft ist, dass da doch relativ schnell Normalität einkehrt. Ja. Wenn dann jetzt an manchen Ecken diesen Landes dann auch schon so weit gedacht wird, dass eventuell da auch schon wieder Normalität einkehrt, dann stimmt mich das ja noch umso positiver. Okay. Ich habe nur Titten gehört. Ja. Nee, ey, ist ja auch so, ne? Weil man ist ja auch, wenn man das so immer verfolgt und jetzt über ein Jahr, dann hat man auch irgendwann nervt halt so. Und man ist so, es stagniert so ein Jahr. Und ganz immer ehrlich. Gute, immer positive Nachen, dann wieder negative, dann wieder positive. Und denkst, ach, fick doch. Ja, alle, ey, du darfst ja aber auch, wenn du dir das Drama, was da gerade in Berlin abgeht, mit, wir haben jetzt die Notbremse. Alter, kümmert euch auch um Impfstoff. Wen interessiert denn diese scheiß Notbremse? So. Am Auto schon, glaube ich. Naja, am Zug wahrscheinlich auch, wenn eine Kuh auf dem Gleisen steht. Aber du weißt, was ich meine. Auto hat gar keine Notbremse, ne? Ich habe auch keinen Führerschein, aber egal. Handbremse. Beim Auto ist es die Handbremse. So. Ja. Aber im Zug ist es wirklich eine Notbremse, ja. So wie beim Flugzeug. Ja. Ach ja. Vor allem, wenn da oben eine Kuh. Naja, bis du da die Kuh vom Eis hast, dann. Nee, wie gesagt, aber hey,
wir wünschen, hoffen, dass er recht hat. Auf jeden Fall, definitiv. Also, ich habe auch zu ihm gesagt, also wenn das wirklich alles eintreten sollte, dann... Kann er für mich auch mal einen Lottoschein ausfüllen. Ey. Jetzt kommt was, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf, weil ich es mir so fest vorgenommen habe, heute im Podcast einfach mal anzusprechen, weil wir es so richtig eigentlich auch noch nie als Thema im Podcast hatten. Oh Gott, was kommt jetzt? Fußpilz? Nee, das hatten wir schon bei Fußball. Ach so, ja, okay. Ich möchte gerne nach Sport und nach Corona mit dir über Politik reden. Ach du, oh, das ist, oh, ja. Weil ich erwische mich selber das erste Mal dabei, nach diesem ganzen Söder-Laschet-Drama der CDU und CSU und wer denn jetzt einen Kanzler machen darf und wer nicht und so. Und wer möchte, aber nicht darf. Ja, ja, genau. Erwische ich mich dann das erste Mal dabei, dass ich mich wirklich so innerlich mal gefragt habe, wäre so eine Baerbaum wirklich vielleicht als Kanzlerin eine würdige Nachfolgerin, auch wenn sie von den Grünen ist, unabhängig jetzt mal auch von der Partei, für die sie steht. Weil ganz ehrlich, also die drei Männer, die da noch rumschwirren und noch Thema sind, da bleibt dir ja fast nur noch übrig, auch wenn du die Partei vielleicht jetzt nicht unbedingt gut findest, da bleibt dir ja fast nur noch übrig, die Frau zu wählen. Ach so, wir hatten das Thema Politik wieder wirklich, und ich halte mich auch sehr bedeckt in solchen Sachen, aber ich habe mich halt wirklich das erste Mal so dabei erwischt, wo ich mir dachte so, Alter, was stimmt denn mit dir nicht, dass du dich da jetzt mit auseinandersetzt? Also egal, wer von weil du weißt, wie es kommt, weil das ist bei mir schon vor ein paar Jahren auch so eingetreten. Es fuckt halt einfach hart ab, die ganzen verfickten Wichser da zu sehen, die nichts auf die Kette kriegen. Fertig. So. Ja. Also bei mir ist es so. Mich ja, gut, okay, aber das ist fucken ja, die Fressen ab, weißt du, CDU, CSU, Haufen Scheiße. Also, du wolltest über Politik reden, ne? Sorry, da geht bei mir sofort nicht nur ein Messer, ey, da hole ich die Kalaschnikow am liebsten raus. Dieses ganze faule, verlogene, verhurte Pack Scheiße, ey, kannst du nicht wählen. Und wer das wählt, sorry, ey, dann dürft ihr. Ja, aber es ist doch alles Pest oder Cholera. Nee. Dann wähl halt irgendeine Kleinpartei, du musst ja halt mal Eier haben. So, ja, aber, ja, okay, ne? Also jetzt mal unabhängig davon. Ja. Aber wenn ich mir, und ich sage jetzt bewusst vier Kandidaten, weil ich glaube... Die Frau. Ja, ne? Es ist ja auch erwiesen, natürlich mit Ausnahmen, Frauen auch in höheren, Firmen so, ne? Wenn die da so, die höheren Abteilungen, läuft eine Firma viel entspannter. So, da ist halt nicht dieses Machtgewichse. Natürlich gibt es auch Frauen, die einen Schuss weg haben. So, aber ey, wir brauchen erstmal viel mehr Frauen an der Macht. Und ich glaube, sie ist schon, also bei mir kann ich's, ich mache da keinen Hehl drauf. Ich wähle die sowas, also so grün ist bei mir sowas von drin. Fertig. Oder die Partei. Alles naja, andere. Also... Aber davon mal ab, egal welche Partei. Ich finde die cool und die sollte man wählen. Allein um den Wichsern da auch mal eine Denkzelle zu geben. Fertig. Ja, weil das weil ist schlechter ja kannst du nicht laufen. Nee, was willst du denn mit Laschet, Alter? Den kannst du nirgendwo hinschicken. Das ist ja, guck mal, da sind wir ja. Wenn du dir die drei Männer mal anguckst. Stell dir mal vor, Laschet ist hier Kanzler und in Amerika ist irgendwann auf einmal The Rock Präsident. Alter, zieh da erst mal rein. Das Bild. Einmal 1,20 gegen 2,20 Meter. Alter, da lache ich mich ja selber aus. Guck dir den Gnom an. Ich will mit Hobbit, ihm eine vernünftige Diskussion über Politik führen und was muss ich hier anhören, dass The Rock Präsident in Amerika wird. Ey, der will kandidieren. Ich weiß, ja, aber... Ne? Ey, sorry, in Amerika ist es nicht abwegig. Ja, gut, Schwarzenegger war auch hier. Was war er? Ey, die hatten schon Schauspieler als Präsident. Ja. Trotzdem, um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Seriosität kommt da hier in der Folge 61. Seriosität. Ja. Willst du jetzt hier noch einen Grimme-Preis gewinnen oder was? Och, okay. Warum nicht? Ja gut, haben wir auch nichts gegen. Gut, Seriosität, Ralf ist da. Ja. Ich habe mich dann dabei erwischt und habe mir gedacht, so pass auf. Ja. Also für mich waren im Kopf dann immer noch vier Kandidaten, als ich mir die Frage gestellt habe. Scholz ist bei SPD, ne? Genau, weil zu der Zeit die K-Frage, wie es so schön heißt, noch nicht geklärt war. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so, ey, Scholz hattest du hier als Bundeskanzler, wollte ich gerade sagen, hier als Bürgermeister von Hamburg schon, wo er nichts gerissen gekriegt hat.
Also, ja, aber... Es gibt Schlimmere, aber... Ich finde auch, seitdem er da in Berlin ist, ist er irgendwie anders. Ist nicht geil. So, Söder kann man sich immer noch ein bisschen drüber streiten. Klar, der probiert natürlich und hat auch während der Pandemie immer schon Wahlkampf betrieben. Das hast du auch schon sehr klar und deutlich gemerkt. Und er hat auch mit Absicht, glaube ich, so ein paar Sachen immer polarisierend gesagt, die auch aufgestachelt haben, aber alles, glaube ich, auch immer in Bezug schon so ein bisschen mit einem Auge geschielt darauf, vielleicht Bundeskanzler zu werden. Also nicht alles, aber da war schon... Ja. Ne? Ja. Aber Laschet geht schon mal von vornherein gar nicht. So, dann, okay, Laschet ist raus, Söder ist raus, weil klar, macht da haben wir das Machtgewichse auf jeden Fall. Das war so klar, dass Laschet sich da die Wurst und dann auch die Butter darunter nicht vom Brot nehmen lassen wird. Da habe ich mir dann schon gedacht, ey, ihr habt es doch eh gerade nicht leicht mit eurer Scheiß hier, wir lassen uns mal ein bisschen Euronen geben für Maskengeschichten und so. Ja. Und dann sägt ihr auch noch den Mann ab, der 4-mal bessere Umfragewerte hat und der wenigstens noch ein paar Anhänger hat als Laschet. Also seid ihr doch schon mal komplett raus. So, dann bleiben nur noch Frau und Mann. Scholz, wie gesagt, gebrandmarktes Kind in Hamburg so ein bisschen. Wäre dann aber noch das kleinere Übel gewesen. Und dann bleibt nur, weil sie aber auch irgendwie eine coole Socke ist, das, was du schon gesagt hast, dann bleibt eigentlich nur die Baerbock. Ja. Ja, also ich kann dann... Also das soll jetzt hier auch... Also das soll jetzt hier kein Werbeblock für die Grünen werden. Ne? Also ich habe mir halt bloß diese Frage gestellt, weil ich mich auch, wirklich... Kannst auch, irgendwas von der FDP wählen, irgendein Drecksschrott. So. Aber wer sowas wählt, da brauchst du... Also, ja, da ist ja nichts, was Kanzler werden kann. Mir ging es jetzt auch nicht darum, Kanzler, welche Partei... Sondern mir ging natürlich, es natürlich, ey, Frau. So, fertig. Gut. Ah, ist auch geklärt. Sehr schön. Wir haben... Oder Scholz als Frau. So, nein, Spaß. Olivia Jones, oder was? Nee, die ist ja nicht mehr so groß. Ach so, ja, stimmt. Habe ich gestern, ja, weiß ich. Ja, so. Ich möchte nicht näher drauf eingehen. Hat sie mir gestern gesagt, so. Sie war gestern bei SternTV zu Gast. Ach so. Und da war das ganz kurz eben Thema. Und, was ich auch sehr interessant fand, kompletter Themensprung, ja, lass uns Politik abhaken, fertig. Ist halt so. Schwierig, aber auf jeden Fall. Aber schön, dass wir beide die gleiche Meinung haben und ich glaube, da draußen gibt es noch ganz viele anderen, denen das genauso geht. Ja. Stotter. September ist Wahl, ne? Ja. Geht wählen, das ist das Wichtigste. Das auf jeden Fall, ja. Und natürlich, jeder soll auch schon wählen, wie er möchte, nur bitte nicht rechts oder ganz links, so. Das war jetzt mal ein klares Statement. Ja, kann man machen. Hat er auch seriös. Links kann man wählen, wenn man ein bisschen Action haben will. Ne? So, fertig. Das soll jeder machen. Komm. Ich fand aber gestern, wie gesagt, ich habe SternTV geguckt. Nicht, weil ich es unbedingt wollte, sondern ich bin beim Zappen einfach hängen geblieben, weil Olivia Jones da war. Hat dich jemand festgehalten, ne? Ja, ich bin gezwungen worden. Und da war zugeschaltet Günther Jauch. Günther Jauch ist jetzt schon, der hat ja Corona. Und der hat was gesagt, was ich sehr interessant finde, weil mir das überhaupt nicht so bewusst war. Der ist jetzt schon in der dritten Woche, wo er auch immer noch positiv getestet wird. Er sagt, die Ärzte haben wortwörtlich zu ihm gesagt, das ist komisch, das geht bei ihnen gar nicht weg. Ja. So. Hey, das ist ja das Phänomen. Man denkt, man weiß halt auch noch nichts. Man hat ja auch noch immer noch nicht wirklich ein Gegenmittel, wo man sagt, nimm das und ist weg. Ne? Also es ist halt, da kann noch so viel passieren, solange, der soll froh sein, dass es dem gut geht und nicht, dass er schon auf den Bauch liegen muss. Ja, definitiv. Ne? Und aber krass, ja. Also das finde ich ja sowieso immer so faszinierend, dass man immer, nur weil es irgendeine Meldung gibt, ja, Corona 2 Wochen oder wie auch immer, dann immer 2 Wochen. Nee, ey, woher, warum? Kann ja auf einmal 4 Monate sein, dass du es drin hast und es geht nicht weg. Ja, aber, ich war halt immer der Meinung, so 2 Wochen und das ist durch. Ja. So hatte ich irgendwie, keine Ahnung warum, aber war bei mir so drin. Ja, weil man es immer hört. So, ja, das ja. Ist es, ne? Aber er hat dann halt jetzt gesagt, weil es ging dann halt darum, ob er am Samstag wieder in der Live-Show dabei ist. Ja. Und da sagt er, nein, ich habe immer noch kein grünes Licht, weil ich immer noch nach wie vor positiv getestet werde. So, und da dachte ich auch so, das ist aber interessant, so. Ja. Aber was ich, jetzt sind wir wieder beim Thema Corona, aber ich muss es einfach auch erzählen, weil ich es wirklich, sorry, aber... Jetzt geht's los. Und zwar hat
er ja auch für die Impfkampagne der Bundesregierung Werbung gemacht. Mhm. Mit so einem Foto mit hochgekrempelten Armen, wo er so. Ja, ne? Klar. So. Günther ja auch jetzt. Günther ja auch, ja. Und ey, du glaubst nicht, was der an Briefen bekommen hat. Doch, glaube ich. Und weißt du, kann ich auch gleich sagen. Also, warum. Das ist ja, und er hat dann auch so ein paar Sachen vorgelesen. Halaschka hat dann noch gefragt, ja, waren das denn vereinzelte Briefe? Und er sagte, nee, ich habe hier wirklich viel Post bekommen. Mhm. Und wenn du dir dann anhörst, was da für Argumentationen kommen, ne? Ey, da schüttelst du ja wirklich mit dem Kopf und fragst dich, Leute, was ist mit euch? Und weißt du, warum ich dir das glaube? So sofort, weil meine Arbeitskollegen, deren Mann, der wurde geimpft, Hamburger Messehallen, weil er halt, wie nennt man das? Ja, systemrelevanter Job wahrscheinlich, nee, oder? Sondern halt, wie nennt man das, wenn man es, also das Wort halt so vorerkrankt. Vorerkrankt, so, ne? Ja, was weiß ich. Und den kennt man auch in Hamburg, ne? Der macht Kiez-Touren, pipapo. Und was der auf Insta, da hat er auch ein Foto gemacht, hier, bin geimpft, geht auch hin, pipapo. Und was der an Nachrichten gekriegt hat, da ist auch seine Frau, die dachte, Alter, was ist denn da los? Und das sind im Vergleich zu Günther Jauch, ne, klein. Aber auch, wie kannst du nur, du Verräter, du wirst sterben. Alter. Ja, ja, also das war bei Günther Jauch auch. Da waren wirklich also auch Briefe dabei, die gesagt haben, Alter, dann sterb lieber. Ja. So, wo ich mir denke, Alter. Ey, es ist unfassbar, was da draußen für Menschen rumlaufen. Ja, ey. Das ist auch, das hat Günther Jauch dann witzig gesagt, aber das hat mich viel mehr erschrocken eigentlich. Er sagte dann so, das sind auch Briefe, die in einem sehr guten Deutsch verfasst sind und auch wirklich, wo du merkst, dass auch nicht irgendwie, ey Digga, ne, was hast du scheiße gemacht, sondern wirklich gut formuliert und ausgearbeitet so ein Brief geschrieben wurde, wo ich mir denke, so Alter, ernsthaft jetzt oder was? Ja, ich glaube, das geht durch alle Schichten, nicht nur die Dummies und Hängengebliebenen, sondern auch so Akademiker, die einfach irgendwie den Schuss nicht gehört haben. So, oh, es ist also wirklich, wirklich schlimm. Deswegen, ich habe auch nur meinen Kopf geschüttelt, als meine Arbeitskollegin das erzählt hat, meinte sie so, was da für Nachrichten reinkommen. Ich meine, der ist jetzt so im Hamburger Bereich, ist er bekannt und hat so seine Fanbase mit durch auf RTL 2 und so. Und was da an Leute kommt, meinte sie, Alter, die können, Alter, unfassbar. Noch Wahnsinn. Nie so eine Post gekriegt. Ne? Wahnsinn. Ja, das ist halt also es ist wirklich der helle Wahnsinn. Ja. Und Jauch sagte dann auch noch, also wer jetzt immer noch denkt, das ist hier alles nur Larifari und und ach naja, es ist es beschäftigt halt und man merkt das auch. Ich finde, unser Podcast ist immer ein ganz guter Gradmesser, also zumindest ist es halt für mich so, dass man dann insgeheim sich doch viel mehr mit dem Thema beschäftigt, als einem lieb ist. So, weißt du? Es ist immer weit weg, aber wenn du dich dann mit Menschen drüber unterhältst, und ich merke es ja auch zum Beispiel, wenn ich auch innerhalb der Firma zum Beispiel mit Leuten telefoniere, mit denen ich lange jetzt nicht gesprochen habe, dann fragst du halt, wie geht's dir? Könntest du mal dies oder könntest du mal das oder lass uns das mal bitte so machen. Und dann aber schwenkt immer das Gespräch plötzlich um, ist ja im Moment auch irgendwie nicht anders machbar. Ja. Und dann bist du komplett wieder in dem Corona-Thema. Ja, ja. Also es ist so. Und dann immer so kurz updaten, hast du dies gesehen, hast du das gehört? Genau, und hast du schon hier gehört und jetzt müssen wir das ja so machen. Und, ne? Vielleicht auch in Verbindung mit Arbeitswegen in der Firma oder Arbeitsweisen. Aber es ist immer ein guter Gradmesser hier auch im Podcast, dass wir uns ja häufig, und da können wir auch nochmal, das können wir auch nochmal sagen, manchmal gebe ich auch den Leuten recht, wenn sie sagen, dass unsere Podcasts sich abgesprochen anhören. Damit meine ich jetzt thematisch. Nicht das, was wir uns gegenseitig an den Kopf werfen, sondern dass man schon merkt, ey, ihr habt euch das und das vorgenommen und das und das vorgenommen. Ja, aber das ist schlimm. Nö, das machen andere Podcasts ja auch. Also, aber und das zum wiederholten Male, auch wenn wir immer sagen, dass wir eine PK haben, wir unterhalten uns natürlich schon vorher immer einmal ganz kurz, über was könnte man reden. Aber im Endeffekt ist das hier alles aus der Hüfte geschossen. Das war mal ganz ehrlich, so Real Talk, ne? Wie heute. So, Tim isst was, weil er noch nichts gegessen hat. Ich sag, ey, ich hab auf Krampf versucht, irgendwas an News. Und so ist das jede Woche. Ja, hast du News? Nee, hast du News? Nee, alles klar, rein in den Pool. Ja, so. Oder einer hat ein Thema und sagt, aber lass uns da einen Podcast drüber reden. Genau, oder so. Ne, mal ganz, was heißt ganz selten, hin und wieder haben wir, dann hat jeder irgendwie mal so ein Thema, was ihm im Herzen liegt, so wie das mit Pioneer letztes Mal, Scooter-Album oder irgendein anderes, whatever. So, und dann sagt man das kurz, aber bevor wir uns hier doppelt und dreifach dumm labern,
Was wir auch gerne machen. Ich wollte gerade sagen. Sagen wir, sparen wir uns für einen Podcast auf. Genau. Außer wenn es da mal so richtig brisante Themen sind, dann sagen wir. Also alles, ja, aber also wir erzählen schon wirklich viel. Ja. Aber alles erzählen wir hier nun hier auch nicht. Nee, geht euch auch nichts an. Das nämlich, liebe Featuring-Gemeinde, könnt ihr ab sofort in unserer Bezahlversion des Podcasts bekommen. Nein, Spaß. Ja. Da kommen dann die wirklich heißen, brisanten Themen auf den Tisch. Nein, also was ich nochmal sagen wollte, das ist halt hier wirklich und deswegen frei kommen von wir der dann. Leber. Genau, free from the lever weg. Und dann, also das ist wirklich, wenn sich zwei Dudes treffen und über Gott und die Welt reden. Genau so ist dieser Podcast. Ja. So, fertig. Und wir sind auch im Real Life nicht anders als wie hier, wenn wir im Podcast reden. Außer, dass wir uns manchmal auf die Zunge beißen, weil man dann doch nochmal ganz kurz überlegt, ob man das so formulieren kann oder nicht. Ja, ist also, ne? Also ich habe ja schon von den einen oder anderen Freund von Bekannten von mir gehört, Ralf, was ist mit dir los? Das H-Wort so selten, so, was ist da los? Ja. Machst auf seriös, wurde mir auch schon gesagt. Also, nee, ganz sicher nicht, aber man will ja auch nicht als Vollassi da, also so, ne? Also. Naja, das war nach den ersten Folgen aber schwer. Ja, eben. Nein, wir lernen natürlich auch dazu. Ja, es bringt so, ja auch nichts. Es trägt vielleicht zur Belustigung bei, aber inhaltlich ist es halt schon. Ach, haben wir unseren Podcast-Inhalt? Ja, ich finde es schon. Ja. Da könnt ihr was mitnehmen. Ja. Naja, so viel dazu. Nee, das, also auch wieder ein Paraderbeispiel, dass wir dann auch immer von einem Thema zum nächsten und abschweifen, aber es ergibt sich halt so und ich wollte das einfach mal erwähnt haben. Ja. Nochmal. Ja. Hier ist nichts geskriptet oder so. Nee, das könnten wir, glaube ich, gar nicht. Also ohne uns irgendwie, weiß nicht, nee, können wir nicht. Also, kann ich, also, nee. Nee. Nee? Okay. Wie viel Nee steht hier? Nee. Scheiße, das Knickzettel. Ja, was ich mein Teleprompter ist aus. Ja, Donnerstag ist, dass wir so musikalisch nichts beisteuern können. Nee, können wir nicht. Aber haben wir. Ja, doch. Also, so auf Krampf haben wir ja schon immer mal. Ja, man muss aber dazu sagen, die letzte Folge war schon relativ musikalisch dann plötzlich. Das stimmt, ja. So. Da hast du recht. Ja, wegen Scooter. Ja, irgendwie hat sich hier die Tipps irgendwie hat viermal Ach hier hingeschrieben. Also, ich weiß auch nicht. Also, das ist ganz merkwürdig. Wir haben auch noch mal. Was kommt jetzt? Eine mündliche Zusage, dass wenn... Du willst hier noch eine Knarre auf die Brust, ne? Alles klar. Ich. Schilde tun mir jetzt schon leid. Ah, jetzt hat er den Namen gedroppt. Ich wollte es extra nicht sagen. Alle. Ja, vom Ding her schon. Aber nein, wir hatten tatsächlich gesprochen und wir haben auch die ganze Zeit nochmal gesagt, so, dass eigentlich war es ja wirklich schon für letztes Jahr angedacht. So, und dann kam aber Corona, dann kam Albumproduktion, dann hat er angefangen, Haus zu bauen. Das sind jetzt auch alles keine Geheimnisse. Wer seine Insta-Stories verfolgt, der weiß ja, um was es geht. Ja, wenn er nicht gerade im Stau steht. Ja, wenn er nicht gerade im Stau steht. Und deswegen, wir haben jetzt dann doch nochmal, weil er sich bedankt hat, nämlich dafür, dass wir fürs gute Album, was übrigens ein sehr gutes Album ist, Werbung gemacht haben. Ich höre das ja wirklich immer noch und ich muss sagen, gerade so die letzteren Titel zeigen dann auch noch so die Vielfalt an Genres, die er abdeckt, ne? Achso, ja, ja. So, dann der eine Trance, ist echt so eine Trance-Bombe, ne? Der andere ist dann schon Techno, wo du denkst, so, weißt du, so muss ein Dance-Act das machen. Ja. So, zum jetzt lass uns nicht wieder hier in Lobeshymne verfallen. Ja, haben wir in der letzten Folge gemacht. Ich wollte nur nochmal. Ich habe einen Scheck bekommen, du nicht? Ach, guck mal an. Sorry. Okay. Ja, wir wollten es nur nochmal erwähnt haben. War eins der Themen zum Beispiel, die wir letztes Jahr ja auch immer wieder verschieben mussten. Ja. Aus den verschiedensten Gründen. Und wir haben ja auch irgendwann mal Anfang letzten Jahres genauso um die Zeit auch irgendwie gesagt, so, wir haben ganz viel auf dem Zettel und im Endeffekt ist jetzt nichts passiert. Ja, ging dann, ja. Genau, man hätte viele Sachen auch sicherlich online machen können oder anders machen können, aber da waren wir uns beide eigentlich auch ziemlich einig, dass das nicht das ist, was wir machen wollen. Nee. Weil ich es irgendwie doch geiler finde, wenn man den Leuten gegenüber sitzt, als sich ein ganz anderes Gespräch entwickelt. Einmal, zweimal gemacht und ist zwar okay, cool, aber ich finde, da fehlt halt so, wie wenn wir gegenüber sitzen, so die Atmosphäre mit jemandem zu interagieren und zu schnacken und so. Und das
würde ich mir ungern nehmen lassen, nur weil Corona ist, dass man es jetzt auf Krampf, ja, jetzt lass doch mal online machen. Nee, lass doch einfach warten. Yeah. Dass das jetzt ein Jahr dauert oder noch ein bisschen, kann ja keiner vorher wussten. Ja. Wissen. Wussten. Ja, kann man keine, keiner konnten. Ja, sicher. Na, deswegen, also spätestens nächstes Jahr. Sag ich jetzt einfach mal pauschal so. Na, du denkst vielleicht Ende des Jahres. Nee, ich berufe mich da jetzt auf eine Aussage seinerseits. Ja. Im Juli steht das Haus. Ach so, ja, okay. Ne? Ja, komm. Dann. Ja. So. Dann hat er vergessen, dass sie doch schon auf Tour gehen oder so. Wenn er nicht gerade im Stau. Nein, alles gut. Ach, wie gesagt, soll er nicht. Wir freuen uns halt drauf. Genau, wir freuen uns drauf. Und ach, er hat es nur noch mal versprochen. Und, versprochen. Und die Pistole ist jetzt hiermit geladen, mein Freund. Ja. So, dann nehmen wir heute rechtzeitig den Blinker, würde ich sagen. Ja, ich muss auch aufs Klo. Ah, so. Passt. Und ich dachte, wo kommt das Plätschern her die ganze Zeit? Ah. Ja, ich muss nämlich jetzt auch gehen, weil Ralf mich hier nämlich auch gleich rausschmeißen wird, weil, richtig, es kommt eine neue Map auf Warzone und dann ist der liebe Mann auch erstmal. Komm, sei mal froh, dass ich hier nicht, ne? Ich hätte ja jetzt auch hier Event 1, Teil 1 gestern, da ging ja schon was, ne, hätte ich auch erzählen können, aber habe ich nicht gemacht. Ey, ich bin so froh, dass du nicht hier irgendwo in der Ecke gesessen hast und auf mich gezielt hast, als ich hier reingekommen bin. Ich stand vorhin am Fenster. Sehr gut. Hast du nicht gesehen, dass ich mit dem Hubschrauber hier abgesprungen bin? Mit dem Flugzeug meine ich. Nein. Ja, ja. Deswegen und wie gesagt, wir mussten jetzt diesmal auch auf den Donnerstag aufnehmen, weil ich das ganze Wochenende auch irgendwie komplett busy bin und deswegen nehmen wir heute früher die Ausfahrt, wie Ralf immer so gerne zu sagen pflegt. Das war sie nämlich, die Folge Nummer 61. Ein schnell durchgerocktes Gespräch, finde ich. Ja, das war einmal bei McDrive rein, raus, Mickey Mouse. Ne? Ja, also. Einmal kurz Fußball aber mitgenommen. Kann man ja auch mal essen. Ja, ja, definitiv. Ne? Und es war ja auch süß-sauer, alles Mäßige dabei. Ne? Bisschen Fußball hier, bisschen Formel 1 da, bisschen mit einem kleinen Schuss Coroni drüber. Bisschen Politik. Bisschen salzige Politik. Genau. Ja, also war eigentlich alles dabei, was einen schlechten Podcast ausmacht. So. Okay. Folge 61. Das war sie. Ich habe ein Problem, Ralf. Na, erzähl. Also, du hast. Ich wollte gerade eine Überleitung zu unserer Playlist machen. Ja. Da ist mir ja mal aufgefallen. Ja. Wir haben ja nichts. Noch nicht mal einen Ansatz irgendwie gefunden von einem Track, den wir in unsere Playlist diesmal packen können. Ja, sag ich doch. Habe ich vorhin schon also eben gesagt. Dann packen wir auf die Playlist und damit setze ich uns beide jetzt unter Druck. Und zwar gibt es einen neuen Heinrich und Heine Track, der sich da Eli Miva nennt. Mhm. Der ist auf Mirror Records in der Schweiz erschienen. Im Rahmen einer Compilation kann man überall jetzt streamen Heinrich und Heine Eli Miva, so heißt das gute Stück. Als würde ich das wissen müssen, wie er ausgesprochen wird, aber ich sage, Ja, ja, weil du auch die Geschichte weißt, wie meine Tracknamen zustande kommen. Deswegen, das werde ich jetzt alle aber nicht hier erzählen, sondern das werde ich irgendwann mal später zu einem später. Special-Folge. Ja, dann nehmen wir mal eine Stunde auseinander, wie meine Tracknamen entstehen. Deswegen, also den könnt ihr gerne auf jeden Fall streamen oder auch gerne bei Beatport kaufen. Das könnt ihr auf jeden Fall gerne machen. Dann haben wir doch was für die Playlist, siehst du? Die Playlist heißt auch übrigens, wie? Featuring! Ich denke mal, es ist lustig, ne? Aber wenn ich es mache, denke ich, du bist so dumm. Also ich find, dumm. Seitdem du das erste Mal gemacht hast, ist es so ein Running Gag und ich finde es immer wieder schön zu hören. Ja, Featuring. Es ist die Playlist, die genauso heißt wie euer Lieblingspodcast, der sich jetzt hiermit in eine einwöchige Pause verabschiedet. Nämlich dann, wenn in eurem Podcast-Konsumgerät anstatt einer 61 plötzlich die 62 steht. Dann sind wir wieder zurück. Ja, wow. Ja, noch die Kurve gekriegt, nicht schlecht. Oh Mann. So. Ich sag tschüss. Ich sag ciao. Wir wünschen euch eine angenehme Zeit. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Tim.